Herzlich willkommen zur astrologischen Jahresvorschau 2022 und diese Vorschau wird in mehrere Teile gegliedert sein. Wir werden uns zuerst einmal astrologische Aspekte des Jahres anschauen, dann werden wir auf die Mondfinsternisse eingehen des aktuellen Jahres in einem weiteren Teil. Danach schauen wir uns das Jahr aus der Sicht des Tarots an, auch in Verbindung mit den astrologischen Informationen, die wir haben. Und am Schluss schauen wir es uns auch noch einmal numerologisch an. Und so ein bisschen lasse ich immer so meine medialen Impulse auch mit einfließen. Das heißt, das Ziel dieses Vortrags soll einfach sein, dass du ein paar Informationen mitbekommst, was vielleicht für Themen anstehen. Die sind jetzt natürlich sehr mundan formuliert. Das heißt, ich schaue jetzt eher allgemeine Tendenzen an und weniger individuelle Tendenzen. Das heißt, wenn du genau wissen möchtest, wie das auf dein Horoskop jetzt wirkt oder was für dich noch individuell ansteht, dann müsste man dann persönlich reinschauen. Das sind jetzt mal so die Grundthemen, die Grundaspekte des Jahres 2022. Und so viel kann ich verraten. Es ist ein spannendes Jahr, steht uns bevor. Wir haben ja jetzt schon ein paar spannende Jahre erlebt seit 2020 und es wird auch 2022 durchaus interessant weitergehen, allerdings mit einem anderen Jahresherrscher, weil von der alten Astrologie her war ja das letzte Jahr, war ja ein Saturnjahr, das heißt, da ging es ja um gewisse Einschränkungen, um Beschränkungen, um eine gewisse Strenge und jetzt haben wir ein Jupiterjahr und der Jupiter ist ja der Herrscher des Schützen, also der Archetypus Schütze, ist quasi dann das Heimathaus des Jupiters und wir haben ein Jupiterjahr. Und der Jupiter ist heuer auch sehr prominent zu finden. Wofür steht der Jupiter? Der steht einmal für Sinn, für Expansion, für Weite, einen gewissen Optimismus kann man dem Schützen so auch nachsagen, beziehungsweise auch dem Jupiter. Durchaus auch philosophische Tendenzen, auch eine gewisse Sinnsuche liegt da drinnen. Aber es wird generell der Jupiter auch von der klassischen Astrologie her eigentlich als einer der positiveren Wirkkräfte bezeichnet. Also der vergrößert, der vermehrt, der bringt Glück, der bringt Optimismus. Also an sich mal ein schöner Jahresherrscher, den wir da haben. Und was jetzt noch cooler ist, ist, dass dieser Jupiter einen Teil des Jahres, und zwar der ist jetzt schon im Fischezeichen, und zwar bis 11.05. und dann vom 28.10. bis zum 20.12. ist er noch einmal im Fischezeichen. Und das ist noch einmal eine Erhöhung des Jupiters. Man kann sich das so vorstellen, der Jupiter war ja auch Herrscher über Fische, bevor der Neptun entdeckt wurde. Also früher, je weiter wir in den Weltraum schauen konnten, mit Teleskopen, mit unserer Technik, umso mehr Planeten haben wir dann entdeckt. Und bevor der Neptun dann den Fischen zugeordnet wurde und entdeckt wurde, ist ja eigentlich der Jupiter auch den Fischen zugeordnet gewesen. Und deshalb ist der Jupiter da auch erhöht. Das heißt, er ist eigentlich in seiner höchsten Würde, kann man sagen, in den Fischen und wird dann noch einmal potenziert. Und das schauen wir uns dann gleich einmal an, was das bedeutet. Wenn man jetzt sagt, Jupiter wird potenziert, dann würde ich auch aus diesem Jupiter gleich mal das Jahresthema ableiten. Und da habe ich ein paar Formulierungen. Es ist auf jeden Fall, also Jupiter, wenn ich sage, das ist Sinn, das ist Erweiterung, ja, das ist eine gewisse Reise und das ist in der Fische, im Fischezeichen beginnt diese Reise. Das heißt, das geht nach innen. Fische geht immer nach innen, geht in die eigene Wirklichkeit, geht in einen rein. Das heißt, es geht eigentlich um die Sinnsuche im Inneren, ja, oder den Sinn in sich finden. Eine Reise ins Innen. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir da unterscheiden, was ist meins, was kommt aus meiner Mitte, wie bin ich in meiner Mitte und was ist das Außen. Und da sind wir eben eigentlich bei so einer, ja, eigentlich bei so einer ja, Sinn,
Sinnsuche, Sinnstiftung könnte man auch sagen, oder Sinnfügung im Inneren. Also es soll sich ein Sinn in dir fügen. Jupiter ist auch das Fügende, das Zusammenfügende. Das heißt, wenn du mehrere Teile, Talente hast, dann sollen sich diese Teile auch fügen und sollen gemeinsam dir Sinn stiften. Also die Fügung des Sinns, die Stiftung des Sinns, würde ich sagen, im Inneren ist so das Jahresthema schlechthin. Das bedeutet, im Außen wirst du wenig Sinn vorfinden. Leider, das ist so ein bisschen die Schattenseite. Aber merken wir uns einfach einmal wirklich so Sinnstiftung, Sinnfügung im Inneren. Das wäre so Thema, abgeleitet von Jupiter in den Fischen. Und dann schauen wir uns mal gleich so dieses Geburtshoroskop des Jahres 2022 an. Das ist das Geburtshoroskop. Ich habe halt quasi so auf Mitternacht, auf 0:01 am 01.01.2022 ein Horoskop gemacht. Das ist quasi so das Geburtshoroskop des Jahres, das, was im Jahr da so passieren wird. Und das schauen wir uns jetzt mal von den Konstellationen her an. Was haben wir denn? Wir haben, und ich komme da jetzt gleich mal auf die Langsamläufe zu sprechen, Sonne, Trigon, Uranus. Wir haben den Uranus ja im Stier stehen. Also Uranus im Stier. Was bedeutet das? Uranus, um ein bisschen ein Gespür zu bekommen, ist dieser Kerl da. Das heißt, das ist der Revolutionär, das ist der Umbrüchler, das ist der Freiheitskämpfer, das ist der, der alles neu und anders machen will, der keinen Stein auf den anderen lassen will, und der ist im Stier. Und der Stier ist in der Grenze, ist der Gemütliche, ist der Besitz, der Erdige, das ist die Grenze. Das ist so, das ist mein Haus, das ist mein Garten, das ist das, was ich habe, das ist der Besitzdenker, das, was er quasi konkret haben kann. Ein bisschen auch der Materialist, kann man sagen. Stier sind auch unsere Werte, wie Geld zum Beispiel, da komme ich dann später noch dazu. Und dieser Uranus ist ja schon eine Zeit lang im Zeichen Stier drinnen. Das siehst du, das ist der Türkise da, in diesem Grauen, also in diesem Achtersegment. Die Häuser zählen wir heute nicht, aber in diesem Achtersegment ist ja Uranus im Stier. Und der sorgt ja schon eine ganze Weile für einen Wandel der Werte. Das heißt, es werden das, was früher was wert war, wird vielleicht weniger wert. Es ist ein Wandel, ein Währungswandel, ein Wertewandel findet statt. Auch ein gesellschaftlicher Wandel findet statt. Ein Wandel in der Herde findet statt. Eine Veränderung der Herde findet statt mit Uranus im Stier. Der begleitet uns ja schon länger. Gerade wenn du schon mehr Vorträge von mir gehört hast. Aber nur, dass wir diese Langsamläufer, diese Schicksalsplaneten noch einmal ein bisschen beleuchten zu Beginn. Wir haben dann, was wir noch von den Langsamläufern stehen haben, wir haben den Saturn im Wassermann stehen. Und dieser Saturn im Wassermann, Saturn ist ja die Rechtsprechung, ist so dieses, ist so das, ist die Bestimmung, ist so die klare, ist so quasi wirklich das Gesetz, ist so die klare Vorgabe, ist so diese Norm, und der steht im Wassermann. Und Wassermann ist ja wiederum das Zeichen von Uranus, von diesem da. Ja. Und jetzt kann man sich wieder vorstellen, dass sich da der Saturn nicht besonders wohl fühlt. Ja, wenn der mit seiner, das sind die Regeln, das war immer schon so, wenn der auf einmal da im Wassermann so hin und her gewirbelt wird. Auf der einen Seite kann man das natürlich deuten als, dass so quasi das Gesetze freier werden, ja, im Positiven, dass etwas befreit wird. Ich deute es immer schon so in den Vorträgen, dass quasi die Regeln und Gesetze sich ganz schnell ändern und immer wieder neu werden, und man kann sich eigentlich nicht mehr wirklich darauf verlassen. Das heißt, es wird eigentlich das Recht labiler. Ja, und da deutet noch der andere Langsamläufer, deutet da auch drauf hin. Und da komme ich noch drauf, das ist der Pluto. Und der Pluto, der steht da unten, da beim Vierer, der steht ja da im Steinbock. Also Steinbock ist Prinzip des Saturn. Und Pluto ist der große Stirb- und Werdeplanet, der große Transformator, der Macht und Ohnmacht auch repräsentiert.
auch so die Vorstellungen, die persönlichen repräsentiert. Und dieser Pluto steht im Steinbock. Und da habe ich ja schon öfter darüber gesagt, Pluto in Steinbock ist für mich so die Schändung des Rechtssystems. Also da wird Macht auf ein Rechtssystem ausgeübt, aus einem persönlichen Bedarf raus. Und das ist für mich so die Schändung des Rechtssystems. Und der begleitet uns jetzt noch ein bisschen im Steinbock. Also Pluto im Steinbock haben wir noch stehen von den Langsamläufern. Und dann haben wir, und das ist jetzt eben dieser Jupiter-Aspekt, das ist so dieser rosarote Vierer, da unten im Fünfer siehst du den, der ist jetzt gerade so ins Zeichen Fische gewandert. Das sieht man da. Und ich habe schon darüber gesprochen, Jupiter in Fische ist eben quasi wirklich so diese Spiritualität, diese Intuition, und der ist eben da gerade in dieses Haus reingewandert. Und der Neptun, das ist der Herrscher von Fische, der steht jetzt noch in den Fischen. Also Neptun ist so quasi in seinem Heimatzeichen. Das sind so ganz, das ist die tiefe Intuition, die Spiritualität, die Verträumtheit. Allerdings auch ein bisschen so das Benebeln, ja, die Droge, der Traum, die Lüge, das nicht so ganz ehrlich sein. Also das sind so Analogien zum Thema Neptun. Aber da kommen wir dann noch drauf. Das sind zumindest mal die Schicksalsplaneten, die Langsamläufer. Also die stehen, dass du in etwa mal so einen Überblick hast, in welchen Zeichen die stehen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn so das Geburtshoroskop dieses aktuellen Jahres da im Petto hält. Wir haben zuerst einmal Sonne, Trigon, Uranus. Du erinnerst dich, Uranus ist der Verrückte, ist der Umbrüchler und in einem Trigon zur Sonne. Und Sonne Uranus bedeutet immer hohe Gefühlsschwankungen. Da bleibt man nicht stabil, sondern das sind hohe Gefühlsschwankungen. Da kann sich schneller mal was ändern. Man ist ein bisschen unentschlossen, etwas wankelmütig. Es kann auch sein, dass einem so ja, ein bisschen quasi was sich so im Außen, im Volk, in der Herde tut, dass einen das beunruhigt. Ja? Also Sonne, so Trigon Uranus. Ist da ein Thema, was wir haben. Wir haben eine Mo Mond-Mars-Konjunktion und das im Schützen. Und das bedeutet einfach, der Mond sind ja unsere Gefühle. Und wenn der Mars, den kennst du, dieser Krieger, wenn der da drauf kommt, dann heißt das einfach auch noch einmal Aufruhr, Nervosität. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich habe irrsinnig viele Klienten mit Herzproblemen, mit also hohem Blutdruck, mit Stress, mit Ängsten. Also das passt sehr gut jetzt eigentlich so zu diesem Jahr. Also wir merken, wir sind ein bisschen angespannt und es ist sehr, ja, es geht eigentlich da schon von diesen ersten zwei Konstellationen. Das sind so ein bisschen Unruhekonstellationen, könnte man sagen. Ja? Dann haben wir Mondsextil Saturn und das ist eben auch noch einmal so eine gewisse, man fühlt sich vielleicht ein bisschen eingeschränkt, ein bisschen eingesperrter, könnte eine Variante sein über Saturn oder natürlich auch, dass es gibt ein bisschen Nüchternheit rein in die Gefühle, also man zuckt vielleicht nicht ganz so aus, also mit dem Mond Saturn Sextil. Wir haben Merkur-Konjunktion Venus und die stehen noch einmal in einer Konjunktion mit Pluto. Und das ist ein ziemlicher Kracher so zu Jahresbeginn. Also wir haben da unten Venus, Merkur und Pluto in der Konjunktion im Steinbock stehen. Jetzt habe ich über Pluto schon was gesagt. Das ist so diese, wie gesagt, das ist so Macht um Macht ausüben und da steht jetzt die Venus drauf. Das ist auch Symbol unseres Körpers. Auch Symbol also für den Stier, auch für die Herde, ja, und für Merkur. Das ist dann auch die Einschränkung unserer Funktionen. Das ist so diese Beschränkung unserer Funktionen. Und da ist jetzt der Pluto drauf. Und das ist für mich ja eigentlich in der Deutung her, würde ich sagen, das wäre für mich so diese Impfpflicht, ja, über die ja diskutiert wird, diese Pieks-Pflicht. Die sich allerdings dann nach etwas Stress so im Februar, März auflöst, diese Konstellation. Drum ist mein Tipp ja, die kommt nicht, das habe ich im November schon gesagt. Aber das ist für mich so dieser
trotzdem über Gesetz wird Macht ausgeübt, wird Macht auf die Gedanken ausgeübt, wird Macht auf den Körper ausgeübt oder versucht man da auszuüben. Und das ist natürlich schon auch so ein gewisser Stress, so ein gewisser Druck. Was allerdings jetzt positiv dazu kommt, noch zur Venus, also man kann das ja schön auch deuten. Das heißt ja nicht immer, das heißt, ja, ich male da jetzt nur Horrorbilder. Man kann das positiv bitte auch deuten. Man kann auch sagen, naja, die Venus mit dem Pluto zusammen, das ist die magische Liebe. Und das ist so ganz, da können ganz intensive, erotische Beziehungen stattfinden. Bitte, ich sehe es zwar nicht im Steinbock persönlich, aber manche Kolleginnen und Kollegen deuten das so. Ich möchte es nur nicht vorenthalten. Und mit dem Venus-Sextil Neptun, das weicht natürlich schon auf. Also Neptun, so dieser Fischeplanet, der macht halt weicher, träumerischer. Da träumt man vielleicht schon ganz gerne mal von der lieben Liebe. Beziehungsweise ist man auch offener für Begegnungen oder für Flirts. Das mag ja schon mal sein. Im bisschen negativeren Aspekt oder bisschen strenger gedeutet würde für mich Neptun, Venus noch einmal heißen, dass das Volk angelogen wird, aber das ist wieder nur die etwas negative Interpretation. Muss ja nicht sein. Bleiben wir bei der Liebe, das ist doch schöner. Ja, Venus-Konjunktion Pluto habe ich schon gesagt. Dann haben wir noch ein Mars-Sextil zu Saturn. Und das ist eigentlich schon eine, also wir haben den Mars am Mond und Sextil zum Saturn. Und das ist eigentlich, durch das, dass der Saturn auch im Wassermann steht, wäre das eine gute Energie eigentlich für so Neujahrsvorsätze umsetzen. Also, dass ich dranbleibe bei meinen Zielen und da konsequent eben an da Kraft reingebe und an mir selber arbeite. Also, das wäre da auf jeden Fall gut. Und dann haben wir dieses Saturn-Uranus-Quadrat. Saturn im Wassermann, Uranus im Stier. Und dieses Saturn-Uranus-Quadrat, das begleitet uns jetzt so über den Jahresbeginn. Und wir haben es dann noch einmal so im September, Oktober. Und Saturn-Uranus, das ist immer so ein Spannungsaspekt. Da, witzigerweise steht ja eben dieser Saturn auch im Wassermannzeichen, also im Haus eigentlich von Uranus. Und das ist eben schon dieser Wandel, dieser Regeln, dieser Gesetze und auch, dass etwas Neues kommen kann. Beziehungsweise kann das auch sein, wenn der Saturn da jetzt Druck ausübt auf den Uranus, wenn man das umlegt, wäre das auch, die Freiheit wird beschränkt. Ja? Also das Gesetz, die Regeln schränken die Freiheit ein und damit wäre das wieder so eine, das wäre so eine Lockdown-Konstellation so ein bisschen. Also da wird etwas zugesperrt, da wird etwas wieder Freiheit eingeschränkt oder auch gesetzlich irgendwelche Freiheiten werden reduziert, irgendwelche Regeln werden gemacht und das wäre eben so dieses Saturn-Uranus-Quadrat, was wir da haben. Also im Gesamten, wenn man sich's anschaut, jetzt dieses unter Anführungszeichen Geburtshoroskop dieses Jahres, sehen wir, es ist eine hohe persönliche Unruhe drinnen, wo auch so tiefe Gefühle reinkommen können, eben über Jupiter in Fische und dann auch Neptun in Fische, aber wo es eigentlich darum geht und das ist ja das, was ich gesagt habe am Anfang, das ist so diese Sinnsuche im Inneren, weil du wirst mit Nervosität, mit Ängsten konfrontiert und deshalb ist es wichtig, klar zu sein und klar und selbstbestimmt da durchzugehen. Denn im Außen schaut es nicht so aus, als würde es besonders ruhiger werden. Das heißt jetzt nicht, dass uns dieses große Seuchenthema da ewig jetzt immer so weiter beschäftigt, aber die Wege, die da eingeschlagen wurden, also und die Entscheidungen, die getroffen wurden, auch die gesellschaftlichen Entscheidungen, die getroffen wurden, die begleiten uns sicher weiter im neuen Jahr. Und das wird jetzt nicht unbedingt ruhiger. Das heißt, das kann immer einen Druck ausüben. Aber, und jetzt eben ein schaumgebremster Optimismus meinerseits, da muss ich schon sagen, da hilft der Jupiter dann doch, dass es dann
mit dem Optimismus gut ausgeht, dass es auch leichter wird, dass etwas auch ein bisschen freier und angenehmer läuft. Und ich denke, da haben wir mit dem Jupiter als Jahresherrscher einfach ein bisschen bessere Karten als letztes Jahr mit dem Saturn. Also ich denke, dass was leichter wird, dass schon was aufgehen kann. Aber wie gesagt, das ist man ist eher aufgefordert, nach innen zu gehen. Und sobald ich nach außen suche, wie kriege ich eine Sicherheit, wo kommt da ein gewisser Wert her, werde ich wahrscheinlich ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Stress haben. So, das wäre jetzt mal das Geburtshoroskop. Aber wir haben natürlich übers Jahr verschiedenste Konstellationen. Du kennst vielleicht meine Neumondhoroskope. Und jetzt gehe ich noch einmal ein paar so wichtige Phasen des astrologischen Jahres durch. Ich habe schon erwähnt, 11.5., also bis 11.5. steht der Jupiter, ist der Jupiter in den Fischen. Und dann noch einmal 28., 10. bis 20.12. Und da haben wir eben diese Energie, geh nach innen, schau nach innen. Und da ist das auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Konstellation. Am 11.5. bis 28.10., wir sind immer noch beim Jupiter, ja? Also bei unserem Jahresherrscher eigentlich, geht dann dieser Jupiter in den Widder. Also 11.5. bis 28.10. geht der Jupiter in den Widder und dann nach einem kurzen Zwischenspiel eben in den Fischen wieder ab 20.12. wieder in den Widder. Und da geht es dann schon um diesen. Ja, man kann schon sagen, das ist schon ein Befreiungskampf, ein sich selbst Verwirklichungskampf, eine Expansion. Das heißt, den Sinn, den wir gefunden haben, setzen wir dann auch um in diesen Phasen. Also da fordert uns der Jupiter dann noch einmal auf, zusammen mit dieser Kraft vom Mars, dass man auch wirklich sich durchsetzt und ganz, ganz klar sich für sich selber einsetzt und diese Power dann vom Mars auch nützt und vom Widder. Ja. Dann haben wir am 22. Februar haben wir Jupiter im Fisch und der kriegt ein Sextil zu Uranus hin. Das heißt, das ist noch einmal neue Wege, neue Vorhaben entstehen oder ein erfolgreicher Neubeginn. Also so auch ab Februar, da kann was Neues sich fügen und entstehen. Und dann schauen wir noch einmal zum Jupiter dazu. Da haben wir dann ein kürzeres Intermezzo, so von einer guten Woche circa. Da hat Jupiter, also vom 29.04. bis 8.05. ein Sextil mit Pluto. Und das ist ein klassischer Reichtumsaspekt. Ja. Und da kann es auch sein, dass da, also Jupiter, Pluto, neue inspirierendere Regeln kommen über Steinbock. Es kann allerdings auch sein, eben, dass da vielleicht irgendwelche neuen Erfindungen oder womöglich auch Medikamente auf den Markt kommen. Also das ist so Ende April, Anfang Mai kann man da sagen. Okay, da wirkt eben dann noch einmal Jupiter mit Pluto zusammen. Ja, und für alle, die die Liebe suchen in diesem Jahren und in diesen durchwachsenen Zeiten, am 10.2. bis 13.3. fliegen die Vöglein, ist das nicht wunderbar? Da hatten Venus und Mars eine Konjunktion im Steinbock und das ist ein Liebesaspekt, ja, für alle, die auf Berge stehen. Und nee, also das ist so klassisch, Vereinigung von Gegensätzen, männliches und weibliches kommt zusammen und das Schöne ist, dass die da einen Monat lang zusammen sind, das steigert die Lebensgeister und auch die Lebensfreude. Ja, mal schauen, was man draus macht. Ja. Ab dem 20.8. kommen wir noch einmal kurz zum Mars. Zu diesem Powerplaneten, ja, Mars, also ist ja so männliche Energie, ist so die Selbstdurchsetzung, geht dann der Mars bis übers Ende des Jahres raus in den Zwilling. Ja? Und Mars im Zwilling ist natürlich auch die Kommunikation und ist auch der Austausch, aber durch Mars können das so erhitzte Diskussionen sein. Das ist auf der einen Seite
Also wenn man da einen Diskurs, wenn man einen Austausch, eine Diskussion sucht, eher deeskalierend wirken und nicht den Streit finden, also so ab 20.08. Aber es ist auch eine gute Zeit, um zum Beispiel Mars Neubeginn, eine neue Ausbildung, etwas Neues zu erlernen, neue Studien zu beginnen. Ja? Und das wäre natürlich auch noch einmal eine ganz gute Sache, eine ganz gute Zeit. Das sind so ein paar so Daten für 2022, die wir da jetzt drinnen haben. Ja? Also das sind noch Zusatzdaten zu diesem Geburtshoroskop. Es ist also ein energetisch aufgeladenes Jahr. Und das wäre jetzt mal, eins habe ich noch, hätte ich fast vergessen. Ja, abschließend möchte ich jetzt noch auf den rückläufigen Merkur zu sprechen kommen. Und Merkur rückläufig sind ja so klassisch die Zeiten, wo man aufpassen sollte bei Verträgen, da kann es zu Verwechslungen kommen, dass man wenn man Maschinen kauft, dass das so Montagsgeräte sind, die einfach nicht so ganz funktionieren und wo halt einfach alles, was mit Maschine oder Kommunikation, Vertrag, wo das ein bisschen mehr andern kann. Und der rückläufige Merkur im Jahr 2022 beginnt am 14.01., also das ist schon relativ bald, haben wir die Phase rückläufiger Merkur bis zum 3.02. Und da ist jetzt noch einmal Fun Fact, glaube ich ehrlich gesagt, dass wir Mitte Jänner noch einmal in einen, so in den Lockdown geschickt werden. Also würde ich sagen, astrologisch wahrscheinlich. Schauen wir es mal. Also logisch kann ich es mir nicht ganz nachvollziehen, aber ja. Merkur rückläufig, 14.01. wäre ein guter Startpunkt für einen auch Lockdown. Also wie gesagt, 14.01. bis 3.02. einfach keine großartigen Verträge abschließen. Dann am 10.05. im Zwilling wird er da rückläufig. Bis zum 2.6. im Stier, Zeichen Stier. Am 9. September in der Waage und am 2.10. in der Jungfrau, also bis 2.10. in der Jungfrau ist er rückläufig. Und 29.12. bis 18.01., also auch ins neue Jahr, starten wir dann eigentlich, also 2023, starten wir gleich mal mit einem rückläufigen Merkur. Hurra! Also da sollte man vielleicht nicht zu viel Neujahrsvorsätze abschließen, vielleicht mit denen warten. Und da ist er noch dazu im Steinbock drinnen, also da auch noch einmal mit Rechtsgeschäften und so Geschichtenjuristereien vielleicht ein bisschen aufpassen, das kann sich da durchaus verzögern. Also das sind so die Phasen vom Merkur rückläufig im Jahr 2022. Wie gesagt, 14.01., weil es ja so schön vor der Tür steht, können wir auch beobachten, ob es jetzt noch einmal zudrehen oder nicht. Schauen wir uns dann an. Das war also die astrologische Jahresvorschau für 2022. Wenn du Fragen hast, schreib es mir in die Kommentare. Lass mir einen Daumen hoch da, abonniere den Kanal, teile das Video und ich bin ja ewiger Optimist und ich denke, es geht garantiert gut aus mit dieser Jupiter-Energie und ich wünsche dir ein gutes neues Jahr und alles Gute, bis bald, dein Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz. Tschüss!